Es gibt ein paar Sachen, die stehen einfach fest. Die Erde ist flach, Shuyoka-Videos sind antifeministische Hetzkampagnen und ApoRed ist super rich. Das letzte hat er vor ein paar Tagen auch mal wieder sehr eindrücklich bewiesen, indem er nämlich in dem Büro eines Freundes von ihm sitzt und mit Monopoly-Geld flext, dann mit einer vermutlich gemieteten G-Klasse durch Dubai fährt und zuletzt uns noch ein Hotelzimmer zeigt, das er nicht mal aufgeräumt hat. Klingt erstmal nach einfachen Unterstellungen, aber abgesehen von dem Fakt, dass es ApoRed ist, gibt es auch ziemlich gute Indizien, die jeden einzelnen dieser Punkte stützen. Es gibt mittlerweile auch schon Videos, die genau diese aufgreifen und ApoRed hat sich dementsprechend auch schon zu der Sache geäußert und ein weiteres Statement rausgehauen. Diese Indizien möchte ich mir jetzt heute mal anschauen und zeigen, welche Punkte ApoRed aufräumen konnte und bei welchen Punkten er sich komischerweise nicht dazu äußern konnte. Außerdem sind mir, glaube ich, noch ein, zwei weitere Details aufgefallen, die auf jeden Fall auch zeigen könnten, dass ApoRed hier anscheinend doch nicht so super rich ist. Fangen wir doch direkt mal bei dem Büro an. Hierzu gibt es auch gleich mehrere Theorien, einige davon besser begründet, andere davon weniger. Einige meint nämlich, dass das Büro, in dem er hier sitzt, sehr fake aussieht, weil die Belichtung nicht ganz passt und so weiter und dass daher Greenscreen sei. Was ich weitgehend ausschließen würde, da man in der Scheibe hinter ihm eine Spiegelung erkennen kann, die auch mit der Bewegung, die er im Video macht, übereinstimmt. Sowas zu faken ist schon relativ schwierig und wäre, glaube ich, für ApoRed nicht wirklich realistisch. Zudem ähnelt das Büro sehr dem von diesem Lukas. Dementsprechend glaube ich eher, dass er einfach ihn in dem Büro hat aufnehmen lassen und das überhaupt nie ApoReds Büro war. Und folgendes sagt ApoRed zu den Vorwürfen in seinem neuen Video. Das mit dem Greenscreen konnte er recht einfach widerlegen, er dreht sich hier auch um und man erkennt ganz klar, diese Schnur von dem Vorhang bewegt sich. Dementsprechend, das ist kein Greenscreen, das erkennt man auch. Und zu der Sache mit, dass es eben das Büro von Lukas sei, sagt er folgendes. Dann haben noch andere jetzt gesagt, bezüglich des Offices, ne? Ja, das gehört auf jeden Fall dem Ferhat, der Ferhat Dubai. Ja, das ist ein Kollege von mir, ein sehr guter Freund von mir. Ihr kleinen Klugscheißer, ne? Also wenn ich schon so auf Klugscheißer macht, dann guck doch mal ordentlich. Der Ferhat, der wohnt in einer anderen Etage. Wir sind zwar im selben Gebäude, aber der ist auf einer anderen Etage. Und wenn man da genau guckt, das ist ja schon anders. Wobei mir gleich eine Sache aufgefallen ist. Woher kommen jetzt auf einmal diese Skulpturen hier am Fenster? Waren die im ersten Video zum Putzen weggestellt? Und warum sieht die Perspektive aus dem Fenster irgendwie doch ein klein bisschen anders aus? Ja, das könnte jetzt daran liegen, dass im ersten Video die Kamera deutlich höher stand als im zweiten, aber irgendwie passt das trotzdem nicht so ganz. Auch einige Objekte im Büro sehen leicht anders aus. Zum Beispiel stehen hier neben dem Schreibtisch im ersten Video Wasserflaschen und im zweiten nicht mehr. Ist jetzt natürlich alles kein Beweis, aber meine These wäre, dass er hier tatsächlich die zwei Videos in verschiedenen Büros aufgenommen hat. Vor allem relevant hierzu diese Skulpturen am Fenster. Ich meine, warum sollte er die in der Zwischenzeit dahin geräumt haben? Außerdem behauptet ApoRed auch hier, dass das Büro von Lukas in einem anderen Stockwerk wäre und man das auch klar über die Aussicht aus dem Fenster erkennen könnte. Ich zeige euch hierzu einfach mal ein paar Bilder. So sieht das Büro von Lukas aus und ihr kennt ein bisschen die Perspektive nach draußen und so sieht das in ApoReds erstem Video aus und so in ApoReds zweitem Video. Also es ist schon ein bisschen schwierig zu erkennen, weil das eben mit verschiedenen Positionen der Kamera zu tun haben könnte, aber was hier auf jeden Fall interessant ist, ist die An- bzw. Abwesenheit dieser Skulpturen mal wieder. Und warum zeigt ApoRed uns gar nicht, dass das in einem anderen Stockwerk ist? Also er könnte ja easy die Kamera jetzt einfach in die Hand nehmen, in den Aufzug steigen, zeigen, wo das Büro von diesem Lukas ist und dann nach unten fahren und zeigen, in welchem Stockwerk eben der Ausgang ist. So hätte er das easy beweisen können, aber anscheinend kann er das irgendwie nicht. Das nächste Thema war das Auto, also die G-Klasse. Hierzu gibt es mal wieder mehrere Theorien. Einige haben gesagt, dass man aufgrund der Plakette hier oben im Fenster erkennen könnte, dass das klar ein Mietauto sei. Das ist anscheinend für die Autobahnmaut da und tatsächlich kein Indikator dafür, dass das jetzt ein Mietwagen ist. Ein sehr viel interessanteres Detail ist, dass er sein Handy anscheinend nicht mit dem Auto verbunden hat, weil hier auf dem Display eben noch steht, neues Bluetooth-Gerät hinzufügen. Wobei ich auch wieder sagen muss, warum steht das auf Deutsch da, weil wenn das ein Mietauto wäre, wäre die Systemsprache wahrscheinlich auf Englisch eingestellt. Vielleicht hat er das gemacht, damit man das eben im Video nicht sieht, aber ich würde sagen, das gleicht sich so ein bisschen aus, also einerseits, warum sollte man sein Handy nicht verbinden, man möchte doch Musik wiedergeben und so. Und andererseits, wenn man sich schon die Mühe nicht macht, warum stellt man dann das Betriebssystem auf Deutsch um? Also, das hält sich so ein bisschen die Waage. ApoRed sagt dazu in seinem neuesten Video das hier. Erstmal, miet mal eine G-Klasse Brabus. Miet mal hier in Dubai G-Klasse Brabus. Du zahlst dich dumm und dämlich. Und das ist auch nicht der Punkt, ApoRed. Niemand glaubt, dass du dieses Auto auf Dauer dort gemietet hast.
Das wäre ja tatsächlich teurer. Viel eher ist der Punkt, dass du dieses Auto wahrscheinlich für ein paar Stunden oder einen Tag gemietet hast, um eben ein Video drehen zu können, in dem es so aussieht, als wäre ApoRed krass rich. Und ich habe eben mal nachgeschaut, so extrem teuer ist es gar nicht, eine G-Klasse, die fast 10 Jahre alt ist, in Dubai für ein paar Stunden zu mieten. Also das hat er sicher mit den Werbeeinnahmen wieder reingeholt. Weiter geht es dann zu dem Punkt mit der Wohnung. In seinem Originalvideo sagt er das hier. Der ganze Hase ist gemietet und kostet mit allen Kosten rechts, links, overall 15.000 Dirham, das entspricht so, ja, 3.750 Euro. Komisch ist nur, dass man genau dieses Zimmer auf einer Webseite als Hotel buchen kann. Und ihr könnt das hier jetzt mal vergleichen, das ist wirklich genau das gleiche Zimmer. In seinem neuesten Video verteidigt er das dann mit, dass er ja nie behauptet hätte, das gekauft zu haben, und sagt folgendes. Da sind jetzt ernsthaft irgendwelche Vollgoofies und sagen, meine Wohnung ist ein Hotel. Willst du mich komplett verarschen? In meinem Wohnungskomplex ist kein Hotel, nicht mal ein einziges. Und ich habe doch gesagt, ich habe die Wohnung gemietet. Wobei es doch schon irgendwie ein relevanter Unterschied ist, ob er jetzt auf Dauer dort eine Wohnung gemietet hat oder sich für ein paar Nächte ein Hotelzimmer genommen hat. Die Webseite bietet zwar auch an, dass man da eben ein Hotelzimmer für Monate mieten kann, aber er sagt ja explizit in seinem Video das hier. Ich habe sogar einen Screenshot von der Dubai-App, da könnt ihr Immobilien abchecken, könnt ihr die kaufen oder mieten. Und da steht es auch, 15.000 Dirham für meine Wohnung. Ja, das zahle ich. Ich bin da am Hausieren, wenn man die Story sieht, ich schlafe da die ganze Zeit. Und ich habe doch gesagt, ich habe die wie ein Adam gemietet. Also es hätte sich nicht mal klar widersprochen, aber er ist hier einfach mal wieder am Lügen, da man ganz klar erkennen kann, dass seine Wohnung eben mit dieser Anzeige für das Hotelzimmer übereinstimmt. Noch ein kleiner lustiger Widerspruch aus seinem ersten Video war noch, wie er hier zuerst seine Spüle zeigt und ein paar Minuten später das hier sagt. Wichtig auch immer, ApoRed auf super minimalistisch, die Wohnung muss immer clean sein. Wenn die Wohnung nicht clean ist, ist euer Kopf auch nicht clean. Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Der letzte Punkt, der noch in seinem Video zur Sprache kam, war das vermeintliche Falschgeld. Und zwar hat er in seinem ersten Video auf seinem Schreibtisch Geld hingelegt gehabt, wo man ziemlich klar erkennen konnte, dass hier die Seriennummer fehlt, wie das Tobias Huch in seinem Video auch ziemlich gut gezeigt hat. Der sparsame Hase hat sich nicht die Mühe gemacht, gutes Filmgeld, also Scheine, die extra für Kinofilme produziert werden, auf dem Tisch auszubreiten. Er hat schön darauf geachtet, dass die Rückseite mit der Aufschrift Fake beim falschen 100-Dollar-Schein nicht zu sehen ist. Das hier, das sind übrigens echte 100-Dollar-Scheine. Man sieht es einfach daran, wenn man mehr reinzoomt. Da müsst ihr wirklich tief reinzoomen und die Scheine vergleichen. Das bedruckte Papier von ApoRed hat nirgendwo eine Seriennummer. Wohlgemerkt, was hier angemerkt wurde, war, dass bei den Dollarscheinen die Seriennummer fehlt. Was macht ApoRed in seinem neuesten Statement-Video jetzt dazu? Thema, das Cash auf dem Tisch. Da meinten ja viele, boah, das ist doch fake, das ist keine Seriennummer, das ist Monopoly-Geld. Natürlich, alles Monopoly-Geld. 600.000 Racks gerade auf dem Tisch, okay? Mehr als ich für mein Lambo gezahlt habe. Und ich schätze mal, euch wird es jetzt schon aufgefallen sein, aber was er hier zeigt, sieht nicht unbedingt aus wie US-Dollar. Also, was ihm ganz konkret vorgeworfen wurde, war, dass die US-Dollarscheine, die er im ersten Video gezeigt hat, nicht echt sein können, da die Seriennummer fehlt. Was macht ApoRed in seinem neuen Video? Er zeigt einfach Scheine in einer anderen Währung, nämlich Dirham. Das ist die Währung von Dubai, ist in einem Kurs von 1 zu 3,6 deutlich weniger wert als der US-Dollar. Wäre zwar immer noch viel Geld, was er hier im zweiten Video zeigt, aber erstens mal nicht annähernd so viel wie im ersten Video, da das von der Gesamtmenge schon deutlich mehr aussah. Und zweitens ergibt es absolut keinen Sinn, irgendwie jetzt auf eine andere Währung zu gehen, wenn ihm doch explizit vorgeworfen wurde, dass das US-Geld Filmgeld ist, weil hier eben offensichtlich die Seriennummer fehlt. Letztendlich kann man nur sagen, dass sich ApoRed mal wieder super unglaubwürdig gemacht hat. Er verdreht Dinge, lügt und zeigt Sachen, die absolut gar keinen Sinn ergeben. Ich habe hier versucht, so inhaltlich und fair wie möglich darauf einzugehen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video. Du hast einfach einen kleinen Pilz.